sich jetzt hier eine Spontanversammlung an. Herr Polizeiführer soll zu mir kommen und hier mit mir sprechen. Diese Spontanversammlung hat das Thema: Wir lassen uns unser Versammlungsrecht nicht nehmen und wir lassen uns unsere Gesundheit nicht durch Masken kaputt machen. Ich sage der Polizei hiermit auf, der bisherige Versammlungsleiter ist aus der Verantwortung, denn er hat diese Versammlung beendet. Ich bitte darum, mir diese Bühne weiterhin zur Verfügung zu stellen. Das kann der Techniker und der bisherige Veranstalter machen für mich als Versammlungsleiter und Veranstalter dieser Spontanversammlung. Momentan sagt die Polizei, dass sie die bisherigen Versammlungsleiter und Veranstalter festnehmen wollen, wenn sie dieses Mikrofon nicht abstellen. Das ist eine zusätzliche Willkürmaßnahme der Berliner Polizei. Die Berliner Polizeipräsidentin soll sofort abtreten. Der Berliner Innensenator Kaiser hat sein Amt zur Verfügung zu stellen. Er kommt aus der DDR und will hier die DDR 2.0 in Berlin, in der Hauptstadt, weiterführen. Der Kaiser ist ein ehemaliger DDR-Mitarbeiter und hier im demokratischen Rechtsstaat unerwünscht. Wir brauchen solche totalitären Politiker nicht. Und wir sind hier. Hallo. Wer friedlich ist und bleibt, ist seine Entscheidung. Wer friedlich ist und geht, ist die andere. Wir müssen jetzt leider auf Druck der Polizei beenden. Offiziell ist es jetzt vorbei und wir werden auch gleich die Bühne abbauen und auch die Technik. Mit Megafon kann jeder machen, was er will. Was steht denn hier geschworen habt? Der Eid ist fürs Volk und nicht für die Politik. Ihr habt euch heute versammelt, weil der Staat euch dazu zwingt, euch impfen zu lassen, die Masken zu tragen oder in irgendwelchen Lockdown zu Hause aufzumachen. Ich bleibe, Leute! Ja, aber wir demonstrieren ja. Das ist
Ich habe keine Ahnung.